Hallo nach Braunschweig. Ich bin Markus Lenz, ich bin der Regisseur des Filmes Rivale und habe gerade die wunderbare Nachricht bekommen, dass der Film den Heimspielpreis gewonnen hat in der Stadt, in der wir die Hälfte des Filmes gedreht haben, in dem Bundesland, was den letzten, mit seiner wunderbaren Filmförderung, den letzten Anteil gegeben hat, um diesen Film überhaupt machen zu können, was lange Zeit gar nicht sicher war. Und jetzt haben wir diesen Preis, der ganz, 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 ganz wichtig ist für mich, weil ich einfach als Filmemacher eine Art von Feedback brauche und wir das gerade nicht kriegen können, weil wir einfach nicht im Kino sein dürfen, weil wir nicht auf den Festivals mit dem Publikum in Kontakt kommen, weil ich finde, dass ein ganz großer Teil von Kino in den Köpfen des Publikums stattfindet, wo sozusagen die Lücken, die Filme lassen, die Lücken, die ich in diesem Film auch lassen wollte, weil die aufgefüllt werden durch die ganzen persönlichen Erfahrungen jedes einzelnen Zuschauers. Und ich finde deshalb, dass da jeder auf eine Art seinen eigenen Film sieht. Und das finde ich auch ganz wunderbar, dass das so ist. Ich vermisse das aber sehr, zu hören, was passiert in den Köpfen des Publikums. Und ich wäre sehr, sehr, sehr gerne in Braunschweig, in einem vollen Kinosaal. Jetzt bin ich in einem Wald etwa da, wo der Film auch endet. Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank.